Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft mit Devil. Es hat jetzt leider wieder eine kleine Weile pausiert. Aus folgendem Grund: mir ist das Videomaterial der letzten Folge irgendwie abhandengekommen, will ich mal sagen, keine Ahnung. Und ich habe halt versucht, die irgendwie wieder zu retten, weil der Fortschritt war halt doch schon, ja, er war da, sage ich mal. Und genau darum soll es jetzt gehen. Da zeige ich euch mal. Ihr dürftet schon etwas sehen, aber da wollen wir noch gar nicht hingucken. Und zwar, wir haben jetzt hier den Builder in der Stufe 2 ausgebaut. Das heißt, hier draußen sind, glaube ich, noch ein paar Blöcke hinzugekommen. Ich weiß jetzt gar nicht so genau was. Ich glaube, hier der Cleanstone ist dazugekommen und so weiter. Dann haben wir, was ich ja auch schon vorbereitet hatte in der letzten Folge, hier den Farmer fertiggestellt. Das ist ja quasi nichts Besonderes. Die Farm ist hier aber unten drunter quasi schön platt, schön platzsparend. Und da haben wir jetzt Weizen angepflanzt. Und da ist hier auch schon ein bisschen was im Inventar. Ja, die Steine, die brauchst du nicht. Ein bisschen was im Inventar. Können wir auch gerade mal das Wheat mitnehmen. Und dann ist hier nämlich daneben direkt die Weiterverarbeitungsstelle. Hier ist quasi die Bäckerei. Da haben wir auch schon hier ein bisschen Wheat drin, der verarbeitet oder sollte es verarbeiten zu dieser Masse und es dann brennen zu Brot. Genau, das ist das, was er zurzeit macht. Ist auch eingestellt oder noch nicht eingestellt, das werde ich mal machen, dass er immer eine gewisse Menge an Brot da hat. Und da sage ich mir, ja, ein Stack reicht eigentlich, dass er immer ein Stack Brote hier im Inventar hat. Das wird er wahrscheinlich dann auch gleich anfangen zu machen. Hier dazwischen habe ich immer so Gänge gelassen. Gerade hier für das Fenster, das hatte ich ja glaube auch schon angesprochen gehabt, dass die Fenster hier auch einen Sinn haben. Und ich hatte mir gedacht, dass hier dahinter dann wahrscheinlich auch noch irgendeine weitere Verarbeitung oder so kommt. So, auf dieser Seite nämlich habe ich angefangen, hier hinten die Wohnhäuser hin zu platzieren. Was ich mir gedacht habe, was eigentlich relativ doof für einen Anfang ist. Da hatte ich aber nicht drauf geachtet. In dem Moment, wo wir quasi den Builder fertiggestellt hatten, kam eine Nachricht im Chat, dass es angebracht ist, eine Taverne zu bauen. Weil da ist für den Anfang direkt 4 Betten drin. Und das ist halt nur ein Gebäude. Und ich habe jetzt hier quasi 4 Häuser nebeneinander platziert. Die müssen natürlich alle nacheinander gebaut werden. Der Builder, der Aiden, ist gerade am Pennen, weil Nacht ist. Hier wird quasi dann das zweite Gebäude, ist auch fast fertig. Aber ja, das dauert halt seine Zeit. Dann kommt hier noch eins hin und hier daneben das vierte. Werden wir aber dann später wahrscheinlich nochmal umsetzen, oder ich hatte mir auch gänzlich was anderes überlegt, wie wir das machen können. Aber ja, egal. Dann haben wir hier nämlich das letzte Gebäude, was neu dazugekommen ist. Hier oben habe ich übrigens gedacht, ich probiere das mal mit den
Treppenmaus, die werde ich hier vorne aber wahrscheinlich wegmachen. Weil hier hinten, finde ich, passt das ziemlich gut an dem Haus. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Und hier an dem Zwischengang quasi auch nochmal, dass so ein bisschen mehr Tiefe reinkommt, mehr, ein bisschen mehr Kontur. Genau, das hat hier vorne leider nicht so gut gepasst, aber das ist quasi unser Restaurant. Da werden sich unsere Dorfbewohner das zu essen holen. Da haben wir auch drinne momentan 27 Brot. Genau. Der kann quasi ja, verschiedene Sachen schmelzen oder halt braten, wenn wir ihm die ins Inventar geben. Dem können wir auch anschalten, was für Essen er ja vertreiben soll oder eben nicht. Genau, ist momentan auch jemand angestellt, der Christian, aber ja, ist halt gerade Nacht deswegen. Und das hat halt hier vorne mit dem Fenster relativ gut gepasst, muss ich sagen. Gut, das Fenster ist jetzt, es geht. Ich würde es so lassen, auf jeden Fall. Und das passt hier halt wunderbar mit der Ecke zusammen. Und da dachte ich, wenn man hier reinkommt und zur linken Hand direkt ein Restaurant hat, ist eigentlich ganz gut. Aber was ich mir überlegt hatte, ich werde wahrscheinlich die Town Hall hier nochmal abreißen lassen und werde die in einem anderen Stil bauen lassen. Und was habt ihr alle auf dem Herzen? Okay, die haben natürlich alle noch kein Haus. Ja. Da werden die. Wird der Aiden sich hoffentlich darum kümmern. Aber er braucht noch ein paar Class Pain. Deswegen werde ich mal schauen, ob ich da noch welche irgendwo rumliegen habe. Ja, und werde ihm quasi jetzt noch mal ein bisschen zuarbeiten, dass er die Häuser fertig kriegt. Und ja, genau, das ist quasi das, was ich jetzt erstmal weitermache. Die Häuser, die sind auch relativ einfach zu bauen. Für alle, die es nochmal sehen wollen, das ist einfach eine Fackel in der Mitte. Das war's. Das Restaurant ist auch nicht wirklich schwer. Das ist ein Apfel. Das war's. Und bei der Bäckerei ist es auch nur ein Weed in der Mitte. Also die Rezepte für die Häuser, die sind wirklich komplett einfach. Und ja. Ich habe ja auch nochmal einen Forester Hut vorbereitet, dass wir einfach genug Holz bekommen. Gefarmt habe ich in der Zeit nicht wirklich viel, weil ich ja, wirklich nur geguckt habe, dass genug Materialien da sind zum Bauen. Und genau das werde ich jetzt weitermachen. Also, bis gleich. So, und hier ist quasi jetzt die Bäckerin, die Kimora. Fleißig am Arbeiten. Sie stellt quasi gerade, so wie es aussieht, das Mehl her, würde ich mal sagen. Das ist einfach, ja, das Mehl ist, stellt sie auch gerade fleißig her. Hier wird immer noch fleißig gefarmt. Da kann man dann auch sagen, es gibt später noch einen Komposter. Dass der quasi dann auch ja, Dünger verwendet. Kann man jetzt auch manuell geben, kann man auch Bohnenmehl geben, aber ja, wir haben gerade keine Knochen auf Lager, sagen wir mal so. So, das zweite Haus hier ist fleißig am Bauen, so wie es aussieht. Ich werde mir später dann auf jeden Fall auch noch was für die Fenster hier hinten, die zugebauten Fenster, überlegen. Aber das kommt dann mit der Zeit. Auf jeden Fall
Ja. Muss hier der Fußboden noch ausgetauscht werden? Das macht er leider nicht mit. Aber das kann ich mal schnell erledigen. Cobblestone haben wir ja genug. Kriegen wir hier auch ein bisschen was raus. Also daran sollte es nicht scheitern. So, und genau in dem Moment ist auch das zweite Haus fertiggestellt. Wurde auch direkt ein Chunk rundherum geklemmt. Und da werden wir hier auch gleich mal einen Citizen reinsetzen. Und ich denke mal, wir werden hier den Koch reinsetzen. Einfach nur, weil er die kürzeste Entfernung zu seinem Arbeitsplatz hier hat. Und werden die anderen beiden, die zwei Häuser weiter vorne begeben. Einfach, dass sie dann nicht so einen weiten Arbeitsweg haben. So, den Boden habe ich hier jetzt auch fertig gemacht. Und er arbeitet jetzt am nächsten Häuschen. Können wir mal schauen, was brauchen wir hier alles? Der Farmer braucht eine Axt. Axt, okay. Dann werden wir gleich mal schauen. Ansonsten wartet der Bäcker auf Brot. Aber du sollst das Brot ja craften. Eigentlich. Da werden wir mal schauen. Ja, deine Axt bringe ich dir sofort. Achso, okay. Er ist gerade noch beim Craften, so wie es aussieht. Dauert anscheinend eine Weile. Kohle hat er auch dann, um das zu machen. Ja, an deinem Haus, da arbeite ich. Keine Sorge, keine Sorge. Genau, er ist gerade hier an dieser Masse zu arbeiten. Hat auch schon 58 Brot im Inventar. Also, keine Ahnung, was du für ein Problem hast. So. So, bei dir, du brauchst eine Axt, habe ich gehört. Was denn für eine? Maximal Level Stone. Das können wir dir gerne geben. Ich weiß zwar nicht, wofür du die brauchst, aber du wirst schon deine Gründe haben. Und keine Sorge, dann später gibt es auch auf jeden Fall einen Einwohner, der sich um das ganze Management dahinter kümmert, den Kurier, der quasi vom Farmer die Sachen in ein Lagerhaus schafft, wenn da was im Inventar ist. Und wenn der Bäcker quasi was braucht, um Brot herzustellen, bringt der Kurier das aus dem Lager zum Bäcker. Beziehungsweise wenn im Restaurant Essen benötigt wird, bringt er das aus dem Lager zum Bäcker, zum Koch. Also das ist sehr gut. Hier können wir übrigens dann auch einen Assistenzkoch einstellen. Also der Koch an sich, der macht das meiste hier vom Kochen und verteilt das Essen an die Einwohner. Und der Assistenzkoch macht dann eben Sachen, die der Koch nicht kann. Der kocht dann Sachen, keine Ahnung. Wonach die da gehen, wer was kann. Das müssen die dann unter sich ausmachen. Genau, er baut hier auf jeden Fall fleißig weiter ab. Braucht auch zurzeit nichts weiter. Also werde ich ihm mal ein bisschen helfen beim Abbauen. So, liebe Freunde, und damit ist auch das letzte Haus hier fertiggestellt. Also wir haben jetzt alle Bewohner, die ein Haus haben. Aber was auch noch dazu kommt, also ich habe nebenbei mal so ein bisschen mit der Mod
ausprobiert und ja. Und da haben wir hier auch die Happiness. Die Happiness brauchen wir quasi, um mehr Einwohner in die Stadt zu kriegen. Müssen die auch fröhlicher sein. Und was wir halt auch brauchen, ist ein Guard. Ja, damit die halt fröhlicher sind. Weil wir haben jetzt zurzeit 4 von 4 Citizen haben wir. Wir können gerade erstmal nicht weiter wachsen. Und genau, also wir brauchen auf jeden Fall Guards und wir brauchen natürlich auch mehr Betten. Und ich denke mal, das werde ich jetzt als erstes angehen. Und zwar, ich werde das Haus ganz hinten upgraden lassen. Also quasi sein eigenes Haus werde ich auf Stufe 2 upgraden lassen. Da muss man hier einfach nur auf Build Options gehen, den Builder auswählen und dann auf Upgrade. Was wir dazu brauchen, ja, nochmal 2 Torches, ein bisschen weißen Teppich, ein paar Oaklots, noch ein Bett dazu. Das ist echt nicht viel, aber das kann er dann am nächsten Tag machen. Und was wir auch noch machen können, nämlich, was ich schon die ganze Zeit vorhatte eigentlich. Wir werden die Town Hall nochmal abbauen lassen. Weil da werde ich einen anderen Stil bauen lassen. Und das lassen wir auch einfach vom Builder dann alles machen. Aber ich würde sagen, das kommt dann erst in der nächsten Folge wieder. Wir haben jetzt heute in der Folge erstmal ein bisschen wieder klar Schiff gemacht, was denn so neu dazugekommen ist. Gerade durch die eine fehlende Folge. Haben die Häuser fertiggestellt. Und ja, wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge wieder, aber das muss es ja auch mal geben. Dafür ist vielleicht die nächste wieder etwas länger, aber das werden wir dann sehen. Aber schaltet gerne beim nächsten Mal nächste Woche wieder ein und noch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao!